Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Lotnovene, vierter Tag, Vorbereitungsgebet. O du gute himmlische Mutter von Lourdes, ich komme zu dir in meiner großen Not. Vor dir werfe ich mich nieder und rufe aus dem innersten Herzen: Maria, hilf, o Maria, hilf. Ich komme zu dir, o Immaculata, weil ich weiß, dass du mir helfen kannst. Du bist die Allmacht auf den Knien. Du bist die Mutter des Heilands. Du kannst durch deine Liebe gebieten über das göttliche Herz Jesu. Mein Anliegen, hier kann man das eigene Anliegen nennen, ist wohl recht groß, aber noch viel größer ist deine Macht. O du starke Mutter, hilf mir. Doch du kannst mir nicht nur helfen, du willst mir auch helfen. Du bist die liebste, beste Mutter, die noch kein Kind verlassen hat. Aber nur, wenn es Gottes Wille und zum Heile meiner Seele gereicht, nur dann sollst du mich erhören. So nimm den Vorlieb mit meinem Flehen und lasse es gelangen zum Throne der göttlichen Barmherzigkeit. O Gottesmutter, als du der kleinen Bernadette erschienst, hielten deine Hände den heiligen Rosenkranz. Was solltest du anderes damit sagen als: Kind, mit dem Rosenkranz in der Hand kannst du mein Herz erobern, mag dein Anliegen noch so groß sein. Der Rosenkranz ist der wunderbare Schlüssel, der dein Herz, o Maria, zu öffnen imstande ist. Oder ist es anders? Soll ein Gebet, das du selbst die Menschen lehrst, nicht besondere Macht über dein Herz haben? Sollten die immer wiederkehrenden Abe nicht ein fortwährendes Anklopfen an das Tor deiner Mutterliebe sein? Sollte die Erinnerung an die Geheimnisse der Freude, des Schmerzes und Sieges, wie sie eben der Rosenkranz bietet, nicht imstande sein, in deinem Herzen, o Maria, jene Liebe und Barmherzigkeit zu wecken, von der jedes Gesetzchen des Rosenkranzes so laut und warm erzählt?
Schlussgebet. Maria, du mein Meerstern. Ich schaue mit vertrauendem Blicke auf zu dir. Von allen Seiten umgeben mich die stürmenden Wogen. Und überall ist es Nacht. Doch du zeigst mir den Weg, Maria, ich folge dir. Dein Angesicht leuchtet mir aus der Grotte von Lourdes entgegen. Dein Tugendbeispiel, dein Mahnwort, deine Mutterliebe rufen mich und ich will nicht von deiner Seite weichen. Du meinst es am besten mit mir. Nur dir will ich folgen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen.